Das Kaliningrader Automobilwerk Avtotor, das vor einem Vierteljahrhundert mit den bayerischen Motorenwerken ein Joint Venture gründete, begann nun intensiv die Fahrzeuge aus dem Reich der Mitte zusammenzubauen. Nachdem die westlichen Autohersteller ihre Produktion in Russland so schnell wie möglich beendet hatten, erschließt China weiterhin aktiv den russischen Markt. Die Pläne des großen Nachbarstaates sind wirklich ehrgeizig. Er will zum weltweit führenden Autoexporteur werden. Im Avtotor-Werk in Kaliningrad wurden im Laufe von vielen Jahren Fahrzeuge von BMW, Kia und Hyundai montiert. Die Partnerschaft wurde 2022 gestoppt. Im Dezember 2022 unterzeichnete Avtotor Verträge mit drei chinesischen Herstellern. Ende Januar dieses Jahres startete die Montage der ersten Marke von Kaiyi. Die preiswerte Limousine Kaiyi E5 dürfte bei den Russen sehr beliebt sein, da es in dieser Preisnische heute nur ein knappes Angebot gibt. Das russische Werk plant, in diesem Jahr etwa 100.000 Fahrzeuge zu produzieren, freilich nicht nur von dieser Marke. Ähnlich ist die Situation in anderen Werken in Russland, wo chinesische Automarken den Platz der westlichen Handelsmarken einnehmen, weil die letzten geflüchtet sind. Nach wie vor sind die russischen Behörden daran interessiert, die Lokalisierung allmählich zu vertiefen und immer mehr Produktionsstätten nach Russland zu verlagern. China stellt im Gegensatz zu den westlichen Partnern keine politischen Forderungen auf. Das Land ist vor allen Dingen nachvollziehbar, weshalb es nicht nur in Russland willkommen ist. Japan forderte einst die amerikanische Autoindustrie heraus und wurde zu einem der größten Weltexporteure. Heute wirft China den Handschuh den USA, Japan und Deutschland gleichzeitig hin. Seit 2020 haben sich die chinesischen Autoexporte auf 2,5 Millionen im letzten Jahr verdreifacht. Das sind nur 60.000 Autos weniger als die deutschen Exporte. Aber die chinesischen Exporte steigen, während die deutschen Exporte sinken. Es ist außerdem zu betonen, die deutsche Industrie nutzte seit Jahren billiges russisches Gas. Jetzt fließt das Gas durch Pipelines nach China, was der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt einen strategischen Wettbewerbsvorteil verschafft. China hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 8 Millionen PKWs ins Ausland zu verkaufen. Es ist doppelt so viel wie die heutige japanische Ausfuhr. Die Wahl des Kaliningrader Unternehmens als Montagestandort für mehrere Automarken ist auch nicht zufällig. Der russische Markt ist für China relativ klein. Eines seiner vorrangigen Ziele ist der europäische Markt. Daraus lässt sich schließen, dass China daran glaubt, dass sich die Beziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union in absehbarer Zeit normalisieren werden. Die Fahrzeuge aus chinesischer Produktion können von Kaliningrad aus schnell nach Europa geliefert werden, wenn es auch jetzt kaum zu glauben ist. China kann allerdings strategisch denken und handeln. Auf jeden Fall ist seine Autoindustrie bereits nahe an Europa herangerückt, wo die westlichen Hersteller freiwillig solche Optionen einräumten.